Duster, ne? Klar, nur Luft, Luft, irgendein Treibmittel, das stinkt wie Sau. Gott verdammt, die Grafikkarte, hört ihr das? Oh Gott, ich muss mir was Neues kaufen, irgendwas im Rechner ist kaputt, was soll ich tun? Keine Panik. Also, habt ihr einen Klacken im PC? Irgendwo. Ihr hört, euer Rechner hört sich nicht mehr an wie sonst. Ihr merkt, da ist irgendwas nicht richtig. Also entweder habt ihr erstens euren Rechner nie wirklich sauber gemacht und dadurch hat sich die Temperatur erhöht. Oder das Kugellager eines eurer Lüfter hat den Geist aufgegeben. In diesem Fall behandeln wir das von einer Grafikkarte. Die sind nicht so leicht auszutauschen wie Gehäuselüfter, den ihr einfach herausnehmt und einen anderen einbauen könnt. Sobald das passiert, haben die meisten Leute ziemlich Angst. Ist aber unbegründet. Um diesem Problem Herr zu werden, haben wir einige Lösungsvorschläge. Nummer 1. Ist es so ein Block wie der hier, könnt ihr natürlich versuchen, bei eBay einen neuen zu kriegen. Meistens nicht so günstig. Ob man das will, ist die andere Frage, wenn die Grafikkarte schon etwas älter ist und man sowieso keine Garantie mehr hat. Also, was tun wir? Es gibt noch zwei Möglichkeiten. Entweder einen Vakuumblock aufsetzen, das kommt noch teurer. Oder wir versuchen, das per Hand zu reparieren. Also sucht ihr in irgendwelchen eurer Schubladen und ihr findet bestimmt noch irgendwo in irgendeiner Größe irgendeinen Lüfter. Von einem alten Rechner oder ihr könnt einen aus Mamas PC klauen oder irgendwoher kriegt ihr bestimmt noch irgend so ein altes Teil. Mehr braucht ihr nicht. Größe ist egal. Dicke ist egal, ist alles völlig egal. Hauptsache, das Ding hat einen ganz normalen Stromanschluss. Für ein Mainboard, ne? So zum Ranschen, weil sonst dreht er sich ja nicht, ne? Und dann braucht er natürlich die kaputte Grafikkarte. Was machen wir? Sandwich. Wir klatschen den einfach oben drauf. Und wie machen wir es fest? Mit Kabelbindern. Durch diese schönen Löcher hier, zack, zack, Kabelbinder durch. Und das Ding richtig schön einfach oben drauf gekloppt. Festzurren, so gut es geht. Und dann mit Panzertape die Seiten abdichten. Wieso machen wir das? Ganz einfach. Der Lüfter innen drin ist am Sterben, weil die Kugellager irgendwann aufgeben werden. Dadurch das Klacken signalisiert, okay, wir sind ausgeschlagen, irgendwann drehen wir uns nicht mehr. Um dem Ganzen etwas mehr Aufschub zu geben, also dem Tod dieses Systems, beziehungsweise dieser Grafikkarte, montieren wir außen eine drauf, die pumpt neue Luft hinein. Bonus, der Lüfter innen drin wird sich mitdrehen, solange er es noch kann. Wenn er sich nicht mehr dreht, okay. Und wenn wir das dann fertig so gebastelt haben, stecken wir einfach dieses Teil hier ins Mainboard rein, also den Stromanschluss des Lüfters, und stecken sie wieder an. Der Lüfter wird genug Luft reinschaufeln, dass das System einfach weiter funktioniert. Ihr könnt noch ein bisschen Klacken wahrnehmen, solange sich der untere Lüfter, also der Grafikkartenlüfter, mitdrehen wird. Aber eure Grafikkarte ist vom Hitzetod gefeit. Was allerdings sein wird, ist, dass die Grafikkarte schneller warm wird und throttlen, also drosseln könnte irgendwann. Muss nicht. Es kann natürlich sein, dass euer Lüfter die perfekte Größe habt und ihr so eingestellt habt, dass es kein Problem ist. Optimal. Mit dieser Konfiguration könnt ihr dann ungefähr noch vielleicht ein halbes Jahr rumkommen. Also es ist eine Bastellösung, es ist einfach zusammengeschustert, aber es sollte genug Aufschub verschaffen, dass man sich eine neue kaufen kann. Weil ältere Grafikkarten zu reparieren, das lohnt sich meistens nicht mehr so wirklich, außer man will jetzt verrückte Bastelsachen machen und sich hier weiter technisch und so. Screw that. Und falls ihr eine neue Grafikkarte habt, mir das passiert, einschicken. Falls ihr gerade aus der Garantiezeit draußen ist, solltet ihr mal bei eBay Kleinanzeigen schauen oder bei eBay allgemein, ob ihr einen Ersatzlüfter dafür findet. Oder ihr euch sagt, hey, meine Grafikkarte ist so cool, ich brauche einen Wasserkühlungsblock. Und dann gibt es da 1000 verschiedene Möglichkeiten. Entweder einen CPU-Block mit Standardhalterung, den könnt ihr dann hier unten festschrauben, also hier, wo die GPU sitzt. Und die VRMs kühlt ihr dann mit Kupferblöcken, die könnt ihr mit Lightpads draufkleben. Wenn man das will, ist es eine coole Sache. Ich habe es bei mir noch nicht gemacht, Carsten schon. Habt ihr gesehen im anderen Bildblockzeug? Und wenn nicht, könnt ihr da reinschauen. Ziemlich coole Sache. Und Kabelbinder und Panzertape braucht ihr keine Angst haben. Grafikkarten werden meistens nicht wärmer wie 80 Grad. Und das Plastik ist dafür ausgelegt. Also da passiert nichts. Es sieht halt nicht so hübsch aus. Dafür funktioniert es. Und es soll ja auch einfach nur richtig weiterleben. Wenn euch das Video gefallen hat, immer gerne einen Daumen nach oben. Oder ein Like, ein Teilen, ein was auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback, über eure Kommentare. Seid dabei, macht mit. Demnächst kommen neue Videos raus über Low-Budget-Sachen, wie das hier jetzt auch so ein Low-Budget-10-Cent-Projekt war. Hier günstiger Laptop, günstiger Rechner. Was kann man mit alten Computern noch anstellen? Was lohnt sich, was nicht? Wenn es euch gefällt, bleibt dabei. Wir sehen uns.